Das sollten eigentlich auch die Bots machen. Jetzt ist es zu spät. Du da. Ja, ist richtig. Ist richtig, ist richtig. Splitter. Und wieder mehr Fließbänder. Hier ist ein Anfang. Oben wurden die befüllt. Da, 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 da. Und unter den Ärmchen dann jeweils die Lasertürme. So. Und ich habe keine Ahnung, ob das reicht an Firepower momentan. Wie das mit den Splittern aussieht, wenn jetzt die Big Splitter kommen. Aber es ist besser als nichts. So, wir brauchen also mehr Fließbänder. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Muni. Das wird automatisch gemacht. Wir brauchen Stahl für die eine rote Kiste und danach kann ich töten gehen. Ah, haben wir jetzt schon genug. Okay. Also setze ich die eine rote Kiste, damit das ganze Eisen abgefangen wird. Ich hoffe, das Problem fängt sich dann hier. Und dann laufe ich schon mal los irgendwo hin, wo es gut aussieht, zum Basen töten. Und es wird jetzt schon hell. Schade. Eigentlich wollte ich im Dunkeln hinlaufen, dass ich denn ankomme, wenn gerade die Sonne aufgeht. Damit ich möglichst viel Zeit habe. Das würde eventuell auch nicht reichen. Aber sei es drum. So, wo haben wir denn Ziele? Da unten waren Würmer. Das da könnte ein Ziel sein. Da oben war irgendwas komisch. Es ist zwar nur eine Dreierbasis gewesen, aber ich glaube, da waren ganz viele von den Big Bitern gewesen. Die lasse ich mal in Ruhe. Oh, dich habe ich auch vergessen. Tut mir leid. Schöner Zufall, dass ich hier jetzt rauskomme. Nimm mal mit. Ich hatte mir nämlich schon vor ein, zwei Folgen Sorgen gemacht, dass irgendwann die Beißer ankommen und hier die Kiste zerstören. Und dann lasse ich sie da einfach folgenlang so rumliegen. Das ist nicht nett. Aber sie hat sie überlebt. Ist alles gut. Wenn ich die Basis da knacken könnte, könnte ich die Mauer hier komplett durchziehen. Also, ne? Für noch mehr Ressourcen. Muss ich mal schauen, ob ich das später schaffe. Jetzt aber erstmal gucken, wie das da hier aussieht. Das sieht... Sind nur Spucker? Ja, sind nur Spucker. Kleinkram. Weg, 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 weg. Oh, ich hätte die da oben nicht angrohen sollen. Ja, jetzt habe ich immer wieder Respawn oben von dem Weiter-Spawner. Genau das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich hoffe, jetzt beruhigt sich das, wenn ich die jetzt hier unten töte. Dann resettet das quasi und ich kann das Ding nochmal angreifen, aber es ist diesmal halt kein Vierer-Spawner, sondern Zweier-Spawner. Ja, kein Dreier-Spawner, sondern Zweier-Spawner. Oh, war doch Vierer. Oh, sehr schön. Ja, ich sollte aber zuerst den Biter-Spawner zerstören. Weil das sind die einzig momentan wirklich problematischen. Was bist du? Oh nein. Oh nein. Das wird der nächste Evolutionssprung. Bald wird es nicht mehr gehen, was ich hier gerade mache. Weg, 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 schnell weg. So, keine Biter mehr. Na komm, lass mich da rum. Oh, okay. Nicht die Jungs beißen lassen. Spawner ist Schrott. Euch weg. Also der Elder-Biter ging. Problem bei denen ist halt, dass sie irre flink sind.
Und ich denke mal, sie könnten auch, selbst wenn ich sie slow mit den Kapseln hier, könnten sie eventuell immer noch hinterherkommen. Das wäre halt echt garstig. Und ich habe den Verdacht, dass die stunnen können. Also allgemein, jedes Mal, wenn wir gebissen werden, dass wir den kurzfristig langsamer werden. Und da sie halt schneller rankommen, ist es wahrscheinlich, dass sie uns beißen und wir den gestunt werden. Und dadurch werden wir langsamer und dann kommen die anderen hinterher und dann Ketteneffekt tot. Das ist ein Problem. So, da unten sind drei Spitter-Spawner. Das sieht verlockend aus, das mache ich mal. Wow. Sieht nicht mehr so verlockend aus, wenn sie nicht alle fokussen. Schnell weg mit denen, schnell weg mit denen. Gut. Dann mal die großen weg. Genau, einer weniger. Noch einer weniger. Noch einer weniger. Bomb weg. War das mittlere? Ich glaube, es war ein mittlerer Bomb. Weg, 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 weg. Was? Nein. Falsche Taste. Das waren zwei tolle Slowdown-Module weg. So, wie viele haben wir jetzt? 216. Das reicht schon langsam fast, um bis zur MK3-Rüstung zu kommen, oder? Nee, glaube ich nicht. Einfach weiter machen, einfach weiter töten. Was haben wir da? Es wird schon mal dunkel. Wir haben ein... Oh. Nee, so ein Fünfer, nee. Lass mal. Achso, F gedrückt halt, mal ein bisschen Leichen aufsammeln. Chitinmauern gab es auch noch, ne? Ich glaube, es wurden nur die Lehmmauern rausgepatcht. Das ist ganz, was wir hier an Leichen aufsammeln. Kann alles dafür sorgen, dass wir schöne Wand aus Chitin bekommen. Ah, es ist viel zu dunkel. Kann ich vielleicht doch mal kurz das Nachtsichtgerät... Ne, müsste ich erst erforschen. Spitter-Spawner, Spitter-Spawner, Würmer. Spitter-Spawner. Drei Spawner insgesamt. Das sollte machbar sein. Oh, wow, okay, okay. Respekt, ich hab Respekt, ist alles gut. Ich muss einen von den Würmern killen. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch. Komm schon, ein Wurm weg, ein Wurm weg, ein Wurm weg. Schild voll, Schild voll. Okay, ein Wurm ist weg. Von doch recht vielen anscheinend. Da sind sogar Big Worms dabei. Gut, besser ich knack die Basis jetzt, als wenn ich sie später versuche. Oh. Wir können dich endlich erforschen, aber ich glaube, ich habe nicht genug 450. Ich habe mal wieder die 3 übersehen, ha? Huh? Ja, ich habe bei weitem nicht genug lila Science Pack zu Hause, die muss ich erst herstellen. Das heißt, wir erforschen jetzt irgendwas, was im Idealfall keine hellblauen und keinen lilanen braucht. Wie zum Beispiel Laser Turret Shooting Speed. Laser Turret Damage. Wie zum Beispiel Laser Turret Damage. So, Schild ist voll. Anscheinend. Ganz leicht angekratzt in Form.
ein Wurm weg. Munition wird langsam knapp. Komm, mach den Spawner lieber weg. Oh. Würmer treffen mich nicht. Weg mit den Spuckern. Den Spuckern, sag ich. Okay, der Spawner muss weg. Der Spawner muss weg mit den letzten Magazinen. Aber ich sollte überleben. Also weg. Weg. Oh. Ah ne, wird nichts. Okay. Rückzug. Wir haben keine Muni mehr. Es liegen da ganz viele Leichen, die ich hätte mitnehmen können, aber es wäre zu risikoreich. Okay. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Die Basis ist machbar, aber nervig und braucht viel Muni. Jetzt sollte ich erstmal, während ich nach Hause laufe, davon recht viele herstellen. Das wären jetzt 500 lila Science Packs. Das ist jetzt unpraktisch. Kann ich ein Magazin? Ja, hier, nimm ein normales Magazin. Brech die nochmal kurz ab. Mach ein paar Magazine normal und mach dann die wieder. So. Genau, geht auch. Wenigstens ein bisschen was an Firepower. So, das heißt, die lila Science Pack schmeißen wir dann gleich in eine von den Storage Kisten. Die werden verteilt. Ja, dann erforschen wir die Power-Rüstung. Und dann müssen wir sie nur noch bauen. Was brauchen wir zum Bauen? Also die Forschung war 450, ja. Das Bauen war 50. 40 blaue Chips sind okay, die Speed-Module und die Effektivitätsmodule könnten teuer sein von Ressourcen, aber wir brauchen nichts Extravagantes, denke ich. Und 150 Tungsten-Plate. Tungsten haben wir schon angesammelt, ne? Ein bisschen was, davon brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ja, und dann haben wir die Power-MK2, sehr schön. Macht Platz. Oh, ich glaube die Construction-Boots sind auch schon fertig mit dem Wald da. Och, ich habe da noch ein paar andere Wälder, die ihr zerstören könnt. So, was sagen die Kisten? Die Kisten sagen, wir haben kein Kupfer mehr. Und wir haben immer noch nicht genug Eisen. Okay, okay. Warum haben wir kein Kupfer mehr? Weil die aufgehört haben zu arbeiten. Das macht Sinn. Das heißt... Weg. Geht hier nicht hin. Dann bitte die alten Poles. Dahin. Wir brauchen Mining Drill. Weg mit dir. Wir brauchen Mining Drill. Wir brauchen Schmelzofen. Wir brauchen Ärmchen raus. Brauchen wieder Fließbänder. Wir brauchen die Stromversorgung noch zu Ende. Mach mal dahin. Gut, wir bräuchten dann auch ganz viele davon. Steuerung. Warum willst du keine davon haben? Sehr komisch. Du Stromspar. So. Genau, Fließbänder. Die hole ich gleich mal ab. Dann geht das hoffentlich wieder auf mit dem Kupfer. Das ist mit dem Eisen. Ist hier auch irgendeine Schwachstelle? Nö, es klappt wieder alles. Und es sind nochmal 4 Schmelzöfen von unten dazugekommen. Also verstehe ich nicht ganz, warum trotzdem noch solche Eisenprobleme haben. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Construction Bots wir inzwischen haben. 9? Das glaube ich doch nicht. Skynet, hör mal hier auf zu arbeiten. Obwohl, ich hör da auf zu arbeiten. Tu die noch da rein. So.
Also keine weiteren Roboter. Hier hatte ich die Aufträge verteilt mit den Bäumen. Das heißt, hier werden die Roboter sich auch irgendwo versteckt haben, oder? Irgendwo, ja. Wo? Nein, das war falsch. So. Licht, Licht. Ja, machen wir es anders. Wir machen einfach hier ein... So, mach hier bitte mal den Wald weg. Dann gucke ich ja, wie viele kommen. Und dann entscheide ich, ob das genug sind. Oder ja, das sind genug. Dafür, dass sie eigentlich nur Mauern ersetzen müssen und Türme, sind das genug. Wir müssen also keine mehr davon bauen. Sind die anderen jetzt alle ausgelastet? Nein, auch die sind nicht ausgelastet. Wir müssen also auch die Logistikroboter nicht mehr bauen. Ah, das ist gut. Das heißt, was machen wir jetzt die nächsten Folgen? Weg, weg. Die nächsten Folgen versuche ich, das Ressourcenproblem in den Griff zu bekommen, damit wir es endlich mal stabil haben. Ich werde dann daran arbeiten, die Power Armor MK2 zu bauen. Werde immer noch regelmäßig losziehen, werde kleinere Basen töten, weil das... Wir haben zwar viel jetzt schon gemacht, aber es wird nicht reichen bis zur Power Armor MK3. Weg mit dir. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts Größeres geplant. Westen, das Turmsystem einmal komplett machen, gucken, ob es reicht. Im Osten zumindest das Substation-Muster an die Wand schon mal ranbringen, damit wir gucken können, wo unsere eigentliche Ostmauer ist. Im Süden genauso, dass wir schon mal den inneren Kern einigermaßen konstruiert haben. Und dann halt da auch anfangen, die Türme zu setzen, dass schon mal ein bisschen was da ist. Aber viel wichtiger sind mir gerade die Ressourcen und die Forschung. Weil wir haben es gesehen, die ersten Elder-Biter sind da. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, da kommt der König. Und wenn der König kommt, haben wir ein ernstes Problem. Aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Bis gleich.